Hallo Leute, mein Name ist Dizzy und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem BGB Gameboy Emulator in einer Pokémon-Edition eure Pokémon tauschen könnt. Zum Beispiel ein Alpollo zu einem Gengar zu machen. Dazu müsst ihr euch einfach nur einmal diesen BGB Emulator runterladen. Der Link dazu ist einmal in der Videobeschreibung. Und dann braucht ihr natürlich noch eure Pokémon-Edition. Dann müsst ihr einfach nur zweimal diese BGB.exe öffnen. Ja. In dem einen wählt ihr dann euer Spiel aus, beziehungsweise eure Save-Datei, die ihr gemacht habt. Ich nehme einfach mal die für mein Hauptspiel. Und ich habe noch eine zweite für die Kopie von meinem Hauptspiel. Beziehungsweise hier habe ich nochmal... Moment, ich mache mal kurz Musik aus bei dem einen. Bei dem hier habe ich nochmal neu angefangen und bin einfach nur in die allererste Stadt reingegangen, um quasi nur zwei Pokémon zu haben. Ich habe jetzt hier, glaube ich, noch einen Radfratz. Genau, das werde ich gleich tauschen gegen einen Alpollo auf dieser Seite. Und was ihr dann einfach nur machen müsst, ist, auf der ersten Konsole rechts zu klicken und dann auf Link Listen zu klicken. Die Zahlen könnt ihr da drinnen einfach so bestätigen. Dann kommt vielleicht noch so eine Meldung, dass ihr eure Firewall freischalten müsst dafür. Blablabla, da klickt ihr einfach nur auf Zugriff zulassen. Und auf der anderen Seite sagt ihr Link und Connect. Und da tragt ihr einfach nur hier den Localhost ein und klickt auch auf OK. Und dann seht ihr hier oben schon, dass die jetzt verlinkt sind durch dieses Linked. Und ja, dann könnt ihr eigentlich bei beiden Versionen einfach sagen, dass ihr in den Kabelclub wollt. Und dann sollte das eigentlich easy peasy funktionieren. Ja, ich möchte eine Verbindung herstellen. Zack, zack. Und bei beiden sagen, dass man ins Handelscenter will. Fertig. Somit sind beide schon hier drin und man könnte quasi handeln. Das machen wir jetzt mal, denn ich brauche das tatsächlich für mein Let's Play. Und jetzt schauen wir mal. Wir tauschen unser Alpollo gegen ein Radfratz. Ja, bitte, bitte tausche alles. Hier würde ich auch tatsächlich nicht verschnellern, falls ihr das manchmal macht im Emulator, denn da kann es dann ab und zu mal zu Desyncs kommen und dann geht das ganze Spiel kaputt. Also lasst das lieber sein. Und genau, im Normalfall sollte sich das Alpollo jetzt entwickeln. Tut es auch, wie erwartet. Und ja, so einfach könnt ihr euch dann einen Gengar holen. In eurer gelben Edition zum Beispiel. Falls Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ich beantworte die, soweit ich das kann. Und das wär's dann eigentlich schon. Also dann, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.